Dann möchte ich euch jetzt noch was anderes zeigen. Und zwar wollte ich euch hier etwas von Billie Eilish zeigen. Und zwar einmal hat sie ein Lied, das heißt All the Good Girls Go to Hell. Also übersetzt, dass alle guten Mädchen in die Hölle gehen würden. Schaut euch mal kurz an, was hier passiert. Als ich das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich echt schockiert. Um das jetzt mal kurz festzuhalten, sie ist gerade mit Flügeln vom Himmel gefallen. Und jetzt kurz danach singt sie, dass ihr Lucifer lonely wäre. Also, dass ihr Lucifer einsam wäre. Wisst ihr, ich finde das echt extremst natürlich erschreckend und schrecklich, aber auch wirklich extremst interessant. Ich möchte euch mal ganz kurz was vorlesen. Ich lese jetzt in Jesaja Kapitel 14 ab Vers 12. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern? Hier in der Schlachter 2000 steht unten eine Fußnote, hebräisch Hellel, leuchtender, glänzender, lateinisch Lucifer. Also, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und so weiter und so fort. Wie ich das schon im ersten Video, glaube ich, so ein bisschen erwähnt habe, der Satan ist kein Monster mit roten Hörnern, wie es oft in der Werbung dargestellt wird, sondern er ist ein gefallener Engel. Und hier in der Fußnote steht ja hebräisch Hellel, leuchtender, glänzender. Und wie gesagt, auf Lateinisch Lucifer. Und ja, er ist ein gefallener Engel, wie gesagt. Es ist halt echt total interessant, wie gesagt, wie das in der Werbung oft so dargestellt wird. Und irgendwie schon so, finde ich, so sehr viel dieses ganze Thema mit Gott und Satan, wie das so sehr viel ins Lächerliche gezogen wird, wie Gott dann dargestellt wird als so ein alter Opa mit einem Bart irgendwie oben auf der Wolke sitzend. Ne, irgendwie sowas, ihr kennt das bestimmt alle. Und dann kommt der Satan mit so roten Hörnern und er ist halt irgendwie so, ja, wie so ein kleines Monster und sowas. Und es wird halt alles irgendwie so extremst ins Lächerliche gezogen, so extremst, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber eigentlich, wie gesagt, es ist halt alles so anders. Gott ist kein Opa mit weißem Bart, der oben auf einer Wolke sitzt. Und der Satan ist auch kein Monster mit roten Hörnern, sondern ein gefallener Engel. Und wie kann es sein, dass in der okkulten Musikindustrie wir wirklich so etwas sehen, wie hier sie vom Himmel fällt, also sie, was auch immer das darstellen soll, ne, ob das jetzt sie darstellen soll oder jemand anderes, keine Ahnung. Aber wieso fällt sie jetzt hier mit Flügeln vom Himmel, wen auch immer das darstellen soll, und danach sagt sie, dass ihr Lucifer einsam wäre. Und dann auch den Text von diesem Video. Ich frage mich halt, was soll das alles? Ich lese euch das jetzt mal ein bisschen vor. Erstmal wieder, my Lucifer is lonely, und dann standing there, killing time. Can't commit to anything but crime. Peter's on vacation, an open invitation. Animals evidence, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Erstmal kurz bis hier, ich übersetze mal so ganz kurz, falls manche kein Englisch verstehen. Also erstmal, wie gesagt, dass ihr Lucifer einsam wäre. Dort stehen, Zeit zu töten. Kannst du nichts anderes verpflichten als Kriminalität oder sowas? Also wie gesagt, ich übersetze jetzt einfach so ganz einfach und kurz. Peter's on vacation. Wenn sie hier über Peter spricht, schätze ich mal, sie meint Petrus. Sie sagt, Petrus sei in den Ferien oder sowas. Peter sei im Urlaub oder in den Ferien oder sowas. Eine offene Einladung. Ich habe keine Ahnung, was das hier bedeuten soll, aber warum spricht sie jetzt in diesem Lied, wo wir darüber gesprochen haben, was hier am Anfang Komisches gezeigt worden ist, jetzt auch noch über Petrus. Was soll das? Und dann später sagt sie dann auch noch, all the good girls go to hell. Also alle guten Mädchen würden in die Hölle kommen. Cause even God herself has enemies. Weil sogar Gott herself. Ja, das ist halt sozusagen eine weibliche Form. Sogar Gott. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das übersetzen würde, herself. Aber sozusagen sogar Gott, selbst sie hat Feinde, ungefähr so. Also dass man sogar extra hier noch die weibliche Form benutzt. Was soll ich dazu sagen, außer dass es so eine Gotteslästerung ist. And once the water starts to rise, also sobald das Wasser einmal anfängt zu steigen, and heaven's out of sight, und sozusagen der Himmel außer Reichweite ist, she'll want the devil on her team. Sie, also sie redet hier über Gott,
Ne? Sie möchte den Teufel in ihrem Team. My Lucifer is lonely. Also wieder, dass ihr Satan einsam wäre. Ich weiß nicht, brauche ich dazu noch irgendetwas zu sagen? Das ist, zum einen ist das einfach unfassbare Blasphemie. Das passiert ja generell ziemlich oft, generell, dass Gott als schlecht dargestellt wird oder Gott als böse oder sowas und dass der Satan als positiv dargestellt wird oder sowas. Also kennt ihr diese Sprüche, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn Leute sowas sagen wie so, ja, dass sie gar nicht in den Himmel wollen, weil sie meinen, da wäre es ja langweilig und sie wollen lieber in die Hölle, weil sie denken, irgendwie da würde es Spaß machen oder sonst irgendwas. Leute, also was denkt ihr eigentlich, von wem solche Lügen kommen? Es gibt jemanden, der euch in der Hölle haben möchte und das ist der Satan. Und wisst ihr eigentlich, dass der Satan auch nicht der Herrscher der Hölle ist oder sowas, sondern dass Gott den Satan in den Feuersee werfen wird? Und ja, leider werden auch viele Menschen dorthin kommen, aber Gott gibt jedem Menschen die Möglichkeit, nicht dorthin zu kommen. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, das anzunehmen, was der Herr Jesus Christus für uns alle getan hat. Und Gott möchte nicht, dass ein Mensch verloren geht. Gott möchte das nicht. Und wisst ihr, und Satan ist auch nicht der Herrscher der Hölle. Und wisst ihr, dort wird nichts Positives in der Hölle sein. Wisst ihr, ich denke, eins der allerschrecklichsten Dinge der Hölle, wenn nicht sogar das allerschrecklichste an der Hölle, wird die absolute Abwesenheit Gottes sein. Menschen sagen oft, ja, warum ist diese Welt so böse? Warum lässt Gott das zu, dies und das? Das ist jetzt ein anderes Thema. Ich gehe da jetzt gar nicht viel auf dieses Thema ein, aber wie gesagt, wisst ihr, wir haben ja schon darüber gesprochen im ersten Teil, dass der Satan der Fürst dieser Welt ist. Und außerdem, diese Welt ist so voll mit Sünde. Und wisst ihr, Sünde führt nie zu etwas Gutem. Niemals. Und diese Welt, die richtet sich so viel mit ihren Sichtweisen und so weiter, mit ihren Handlungen und so weiter und so fort gegen die Bibel. Und es wird Sünde heutzutage so viel propagiert und teilweise sogar noch als gut geheißen und was auch immer und halt auch verharmlost und gesagt, ach, das wäre alles nicht so schlimm oder sonst etwas. Und wisst ihr, diese Welt ist eine Katastrophe. Und es gibt aber trotzdem Hoffnung und die heißt Jesus Christus. Und das ist die einzige Hoffnung, die diese Welt und die jeder einzelne Mensch haben kann. Und obwohl es so viel Schlimmes in dieser Welt gibt, gibt es trotzdem auch immer noch gute Sachen. Gott ist nicht abwesend. Wir haben die Möglichkeit, Jesus anzunehmen. Wir haben die Möglichkeit, eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Und dann wissen wir als Christen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und als Christen sind wir in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir gehören dann zu Jesus. Wenn wir wirklich zu Jesus gehören, dann gehören wir zu Jesus. Wisst ihr, hier bei dieser Welt wissen wir, Gott ist nicht abwesend, sondern man kann ihn kennenlernen. Aber in der Hölle ist Gott abwesend. Die Hölle, die wird wirklich ein absolut schrecklicher Ort sein. Wisst ihr, Gott ist Liebe. In der Hölle wird sowas wie Liebe nicht existieren. Echter Friede gibt es nur bei Jesus Christus. Sowas wie Friede wird in der Hölle nicht existieren. Echte Freude gibt es wirklich nur bei dem Herrn Jesus Christus. Sowas wie Freude wird in der Hölle nicht existieren. Und so weiter und so fort. Wisst ihr, wie gesagt, der Satan wird eines Tages in den Feuersee geworfen werden. Diese Welt, so wie sie jetzt ist, wird nicht immer so bleiben. Eines Tages wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Und ich wünsche euch, dass ihr dann dabei seid und dass ihr nicht vor dieses Gericht kommt, wo man nur hinkommt, wenn man ohne den Herrn Jesus Christus gestorben ist, wenn man den Herrn Jesus nicht angenommen hat und wenn man selber für seine eigene Schuld bezahlen muss, gerechterweise. Gott ist gerecht. Und alles, was er tut, ist gerecht. Wisst ihr, Gott lässt sich nicht spotten. Und ich will euch wirklich raten, falls ihr den Herrn Jesus Christus noch nicht kennt, das wirklich ernst zu nehmen. Ja, und der Satan, er versucht die Dinge zu verdrehen. Er versucht die Dinge so falsch darzustellen, so wie halt hier in diesem Lied, was absolute Gotteslästerung ist. Es ist schrecklich, es ist wirklich schrecklich. Aber gleichzeitig, auch wenn das noch so schrecklich ist, gleichzeitig möchte ich nochmal betonen, wie interessant das ist, was wir in den ersten Szenen gesehen haben und diese euch erinnern an diese Bibelstelle, die ich euch vorgelesen habe. Und genau zu dem Thema möchte ich euch noch etwas zeigen, was ich extrem interessant finde. Und zwar ein Lied, was ich selber früher sehr viel gehört habe. Und zwar ist das ein Lied von Nirvana und heißt Lake of Fire. Also damals, bevor ich zu Jesus gefunden habe, habe ich öfters Nirvana gehört. Und dieses Lied habe ich auch öfters gehört. Und das ist halt, wie gesagt, dieses Lied Lake of Fire. Und das ist... ja, alleine wenn ich das jetzt höre, das macht mich wieder so traurig. Ich habe das halt wirklich sehr oft gehört, wenn ich depressiv gewesen bin. Und wisst ihr, wenn ich jetzt als Christ diesen Text lese. Where the bad folks go when they die, they don't go to heaven where the angels fly, go to a lake of
Where do bad folks go when they die? Also wo gehen schlechte Menschen hin, wenn sie sterben? They don't go to heaven where the angels fly. Sie gehen nicht in den Himmel, wo die Engel fliegen. They go to the lake of fire and fry. Sie gehen in den Feuersee und frittieren. See him again till the 4th of July. Okay, ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat, aber sehe sie wieder am 4. Juli. Ich weiß nicht genau, oder bis zum 4. Juli. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das dieser letzte Satz bedeuten soll. Aber erstmal jetzt einfach bis hierhin. Mit diesem where do bad folks go when they die? They don't go to heaven where the angels fly. They go to the lake of fire and fry. Das ist wieder etwas, was ich sehr interessant finde, dass er das erwähnt. Erstmal, diese Band heißt ja Nirvana. Nirvana hat absolut nichts mit dem christlichen Glauben zu tun, sondern dieser Begriff stammt ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, glaube ich, aus dem Buddhismus. Da glaubt man ja an Karma und sowas und dass man wieder als ein neues Lebewesen wiedergeboren wird. Also beispielsweise, dass ein Mensch, der jetzt stirbt, dann irgendwie im nächsten Leben dann zum Beispiel als Raupe, Schmetterling oder was auch immer wiedergeboren wird. Und da glaubt man ja, dass je nachdem, wie dein Karma ist, dass sich halt auch auf dein nächstes Leben auswirkt. Also wenn du in diesem Leben gutes Karma hast, also dort wird ja geglaubt, dass sozusagen, wenn du in diesem Leben viele gute Taten getan hast und sowas und dann gutes Karma hast, dann im nächsten Leben dann vielleicht als Prinzessin von China oder was auch immer geboren wirst. Und dass das halt immer wieder so weitergeht, bis du halt diesen Zyklus durchbrechen kannst, indem du halt sozusagen alles perfekt machst, dein Leben perfekt lebst und dann wird dieser Zyklus von wiedergeboren werden, immer weiter durchbrochen. Und wenn du das schaffst, das zu durchbrechen, ist natürlich alles nicht wahr. Das sage ich jetzt ganz klar, ne? Aber ich sage jetzt einfach das, was dort geglaubt wird. Wenn man diesen Zyklus, dort wird halt geglaubt, dass wenn man diesen Zyklus schafft zu durchbrechen, dass man dann ins Nirvana kommt. Und was das genau sein soll, kann ich euch jetzt nicht erklären, keine Ahnung, aber ich habe das jetzt so ein bisschen so verstanden, wie halt sozusagen so wie so dieses Nichts oder irgendwas halt, wo dann halt einfach, ja, dieser Kreislauf endlich unterbrochen wird, immer wieder wiedergeboren zu werden als irgendein neues Lebewesen und so weiter und so fort. Widerspricht natürlich absolut der Bibel, ist halt natürlich, wie gesagt, absolut unbiblisch und nicht wahr. Aber wisst ihr, das, was ich halt kurz sagen möchte, ist das, was man unter dieser Idee von Nirvana versteht. So, diese Band nennt sich jetzt Nirvana. Wie gesagt, ein Begriff, der aus dem Buddhismus stammt, mit dem christlichen Glauben absolut rein gar nichts zu tun hat. Im Buddhismus glaubt man nicht mal an einen Gott. Dort glaubt man nicht mal an einen Himmel und eine Hölle. Wie gesagt, ich habe es euch ja jetzt ein bisschen erklärt mit dem Nirvana und Karma und sowas. Und wisst ihr, ich frage mich halt, wenn er singt, they don't go to heaven where the angels fly, they go to the lake of fire and fry. Ich frage mich, woher hat er das? Woher hat er das mit dem Lake of Fire? Also auf Deutsch gesagt Feuersee. Weil er behauptet ja, dass schlechte Menschen in diesen Feuersee kommen würden. Und ich frage mich, wie gesagt, woher hat er das mit dem Feuersee? Das ist ein Begriff, den finden wir in der Bibel. Ich habe euch ja vorhin zum Beispiel gesagt, dass der Satan in den Feuersee geworfen werden wird. Und ich möchte euch mal kurz eine Bibelstelle vorlesen. Und zwar in Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also ich frage mich, der Satan kennt die Bibel sehr gut. Der Satan weiß, was da drin steht. Aber woher kennt Kurt Cobain von Nirvana den Feuersee? Ich glaube, viele Menschen, wenn sie jetzt so was vom christlichen Glauben schon mal gehört haben, haben den Begriff Hölle schon mal gehört. Ich weiß nicht, wie das genau mit der Übersetzung von diesem Begriff Hölle ist, aber wenn man jetzt etwas genauer sprechen möchte, dann könnte man sagen, die Menschen, die jetzt
tot sind und nicht in Christus gestorben sind, die gestorben sind und nicht angenommen haben, was der Herr Jesus für sie getan hat, diese Menschen sind jetzt im Totenreich und später, nachdem sie gerichtet worden sind, werden diese Menschen in den Feuersee geworfen werden. Und deswegen, das ist aber etwas, wie gesagt, das wissen viele Menschen nicht, aber Kurt Cobain benutzt ja hier nicht mal das Wort Hölle, sondern er benutzt das Wort Feuersee, also wirklich sehr spezifisch. Und ich frage mich, woher weiß er das? Wie gesagt, der Satan kennt die Bibel sehr gut, aber wieso jemand von einer Band, die sich Nirvana nennt, was überhaupt absolut nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hat und wo man auch im Buddhismus nicht mal an einen Himmel und eine Hölle glaubt, woher hat er den Begriff Feuersee? Also das finde ich ist wieder etwas ziemlich Interessantes, worauf ich euch einfach kurz hinweisen wollte. Und worauf ich euch natürlich auch noch hinweisen möchte, ist, dass das halt, er behauptet ja hier, dass schlechte Menschen in die Hölle kommen würden. Und ich möchte dazu nochmal ganz kurz was sagen. Ich habe ja schon sehr viel über das Evangelium und sowas hier in diesem Video gesprochen, deswegen versuche ich mich jetzt kurz dazu zu halten. Aber wenn man denkt, man wäre ein guter Mensch, dann veräppelt man sich selber. Niemand ist gut außer Gott alleine. Eigene Werke können uns nicht retten und auch nicht, wenn man sich einbildet, ein guter Mensch zu sein, sondern es ist wichtig, dass man ehrlich vor sich selber, ehrlich vor Gott ist und dass man anerkennt, dass man ein Sünder ist. Der Herr Jesus Christus ist für Sünder am Kreuz gestorben. Er selber hat niemals gesündigt, aber er ist für uns am Kreuz gestorben und wenn wir das annehmen, dann werden wir gerettet und dann müssen wir auch nicht vor dieses Gericht. Dieses Gericht ist gerecht. Wie gesagt, ich habe euch das ja vorgelesen und hier stand, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Also dieses Gericht wird auch wirklich gerecht sein. Gott ist absolut gerecht und auch dieses Gericht wird gerecht sein. Die Sache ist aber, dass vor diesem Gericht kein Mensch bestehen werden kann. Niemand wird vor diesem Gericht bestehen können. Und somit ist es wichtig, dass man vor dieses Gericht überhaupt gar nicht kommt. Und das ist alleine möglich durch das Blut vom Herrn Jesus Christus. Als nächstes möchte ich euch ein Lied zeigen, das heißt Demons von Imagine Dragons. Das ist auch wieder so ein typisches Radiolied, also ich glaube, das kennen jetzt wahrscheinlich fast alle von euch. Weil das, wie gesagt, so ein Lied ist, was oft im Radio rauf und runter läuft und was ihr vielleicht schon mal im Supermarkt, im Hintergrund oder sonst irgendwo gehört habt. Ich lese euch einfach mal wieder so ein bisschen den Text vor. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. Also ich möchte die Wahrheit verbergen, ich möchte sozusagen dich beschützen oder sowas ähnliches. Wie gesagt, ich übersetze nicht wortwörtlich. But with the beast inside, aber mit dem Monster in mir drin, there's nowhere we can hide. Also es gibt keinen Ort, an dem wir uns verstecken können. No matter what we breed, we still are made of greed. Egal was wir züchten, wir sind immer noch aus Gier gemacht. This is my kingdom come, this is my kingdom come. So, das ist mein Königreich komm, das ist mein Königreich komm. When you feel my heat, look into my eyes. Wenn du meine Hitze spürst, guck mir in die Augen. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Also es ist da, wo meine Dämonen sich verstecken. Und dann nochmal. Don't get too close, it's dark inside. Also komm nicht zu nah, es ist dunkel innen drin. It's where my demons hide. Ne? Und nochmal das halt mit denen, dass das der Ort ist, wo seine Dämonen sich verstecken. Ja, das lasse ich jetzt erstmal einfach dabei. Ich lese das jetzt nicht komplett vor. Also, wisst ihr, er sagt das ja hier. Er spricht jetzt hier davon, dass, ne, wo seine Dämonen sich verstecken. Es läuft im Radio, die Leute hören das. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist. Oft sind diese Lieder ja auch irgendwie so Ohrwürmer. Die haben dann oft irgendwie so sehr ähnliche Rhythmiken, sehr ähnliche Melodien und so weiter und so fort. Also so Radiomusik, die ähnelt sich ja ziemlich oft. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Ich war jetzt irgendwie noch nie so jemand, der diese Musik gehört hat. Also auch früher habe ich so eine Musik nicht gehört, auch bevor ich zu Jesus gekommen bin. Da habe ich ja eher andere Musik gehört, die auch oft nicht gut war. Habe ich euch ja schon erzählt und darauf wollte ich so ein bisschen genauer auch nochmal in einem anderen Video eingehen, so auf Musik, die ich früher gehört habe.
Aber wie gesagt, das ist trotzdem so ein Lied, das kennt ja, glaube ich, wirklich fast jeder Mensch. Und das ist halt so ein typisches Radiolied, so ein typischer Ohrwurm. Und es ist halt total schrecklich. Stellt euch mal vor, ihr hört dieses Lied, ihr singt das mit vielleicht. Vielleicht eure Kinder, vielleicht hören sie das, singen das vielleicht mit. Und das, was er dort singt, ist, er spricht hier von seinen Dämonen und sowas. Und ich meine, viele Leute würden jetzt vielleicht sagen, wenn ich diese ganzen Dinge sage, naja, das ist nicht wortwörtlich gemeint, das ist nur metaphorisch gemeint, das ist nur bildlich gesprochen, das ist nur so und so. Manche Leute würden vielleicht sagen, ja, das ist nur Spaß, das ist nur dies, das ist nur das. Aber ich finde, man darf halt auch nicht naiv sein, ne? Also, das ist ja hier kein Einzelfall. Das ist ja jetzt nicht das erste Lied, wo irgendwie sowas gesagt wird. Das hier ist ja wirklich kein Einzelfall.